Während wir hier am Platz arbeiten, sind Peter Goldsteiner gewonnen. Trotz Satzrückstand im zweiten Satz bist du dann gestanden? Oder hast du den dann gewonnen? Nein, den ersten habe ich verloren, 7-5. Den zweiten habe ich 6-3 gewonnen und dann bei 2-1. Im dritten hat er W.O. gegeben, weil er, ich weiß nicht wieso, ich glaube im Knie wieder oder so. Ja. Und war das die erwartete harte Partie oder warst du überrascht, dass Wall auch so stark dagegen gehalten hat? Nein, ich kenne ihn schon, ich weiß, dass er gut spielt, aber ich habe meinen Rhythmus noch nicht so gehabt, ich habe noch nicht draußen gespielt, so heißt meine zweite Partie draußen und ist okay, also er hat gut gespielt und es passt schon. Heute noch im Einsatz? Ich weiß nicht, muss mal fragen, ich okay. Glaube nicht. Gegner ist auch noch nicht bekannt. Weiß ich nicht, nein. Gut, alles Gute im weiteren Turnierverlauf. Danke, vielen Dank. Ich bin jetzt da mit der Mutter von Mario Kagel, sie hat das Match verfolgt, er hat heute schon eine harte Partie gehabt, hat er den Tschechen Milko geschlagen. Und jetzt gegen Patrick Ofner, was war da los? War da jetzt der Tank leer? Nein, es war der Tank leer, aber außerdem hat er so eine ziemliche Verhärtung in der Hüfte und das war nicht sinnvoll, dass er jetzt weitergespielt hat, weil er sonst vielleicht eine Verletzung erleidet, die dann da langfristiger ist und das wäre nicht gescheit gewesen. Also besser, dass er WO gegeben hat jetzt. Er wird jetzt zum Physiotherapeuten gehen, wird sie behandeln lassen, dass er in Mattighofen dann wieder spielen kann. Ja, also das ist ja so, den Physiotherapeuten auf der großen ATP-Tour, der ist ja gleich vorhanden. Da hätte es ihm jetzt etwas geholfen, wenn jetzt der Physiotherapeut da gewesen wäre. Auf jeden Fall, weil es war eine ziemliche Verhärtung drinnen, die den Fuß ausgestreut hat. Und wenn das halt gleich behandelt worden wäre nach der ersten Partie, hätte er sicher noch besser spielen können. Was die Insider vielleicht nicht wissen, er gehört ja zu den Top-Spielern weltweit bei den Gehörlosen. Kannst du da ein bisschen uns etwas erzählen, was er da schon erreicht hat? Ja, natürlich. Mario spielt jetzt da schon etliche Jahre, so 7-8 Jahre bei den Gehörlosen. Ist schon Weltmeister geworden, Europameister, hat bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille erreicht und war eigentlich schon auf der ganzen Welt dadurch. Und heuer im Juli finden in Bulgarien in Sofia die Olympischen Spiele statt und da wird er natürlich auch als Titelaspirant gehandelt. Wo steht er derzeit in Österreich? Auf welcher Position? Österreich ist er eindeutig Nummer 1, aber es geht ja um die Weltrangliste, ja. Und da ist er eben die Nummer 3. Bei den generell bei den. Jetzt, bei den Hörenden ist er jetzt auf, glaube ich, 52 oder so. Mhm. Hat er sich jetzt recht gut. Hat er noch Ziele, die er sich gesteckt hat? Naja, er möchte halt schon gerne unter die Top 50 kommen und ja. Werden wir sehen. Ja, na bitte. Das werden wir noch zusammenbringen, glaube ich. Gut, dann wünschen wir dem Mario alles Gute und er deutet euch weiterhin auf der Turnierebene. Ja, danke sehr. Okay. 6-3, 40. Die Kamera war wenigstens noch für einige Ballwechsel dabei. Im ersten Satz Stefan Hirn, ich habe verfolgt, Goldsteiner hatte 2 Spielbälle zum 4-5. Was war da los? Die nicht gemacht und jetzt den Satz gewonnen und jetzt wie auch? Ja, ich habe von Beginn weg gemerkt, dass der Peter ein bisschen angeschlagen, ein bisschen gehandicapt war. Und anscheinend ist da irgendwie eine Verletzung wieder aufgebrochen, die er sich vor längerer Zeit oder vor kürzerer Zeit zugezogen hat. Und dann war der erste Satz für mich entschieden mit 6-3 und zweiter Satz 40-0 und retired. Hm? Retired, genau dasselbe, ähnliche Parallelen zum anderen Semifinale. Da hat jetzt Patrick Ofner auch nach dem ersten Satz ein WO bekommen, ist jetzt im Finale, trifft auf den Mann aus Wilhelmsburg. Albert Reisen, korrekt, ja. Hast du das erwartet, dass du da ins Finale stürmst? Nein, erwartet habe ich es nicht, weil ich war auf der Setzliste am Papier auf Nummer 4 gesetzt. Peter Goldsteiner war die Nummer 2 aufgrund seines hervorragenden ETP-Rankings. Daher war er der Favorit. Er war gehandicapt, nicht ganz fit und aus diesem Grund haben wir dann auch, glaube ich, verdient durchgesetzt. Weißt du schon was, wann das Finale jetzt stattfindet? Nein, das muss mir mit dem Turnierdirektor Walter Schandl abklären, okay. Weil ich weiß nicht, wo er ist, ob er da ist, in der Slowakei oder Ungarn oder... Ja, das muss ich entscheiden. Gut. Aber ich überrede, dass wir es heute spielen. Okay, danke. Und wir werden dich dann auf jeden Fall nach dem Finale noch einmal interviewen. Ja, fantastisch. Danke. Der Papa von Patrick Ofner schaut gespannt zu. Der erste Satz war ja lange ausgeglichen. Dann hat irgendwie der Patrick so das Zepter in die Hand genommen, in Führung gegangen. Was sagt der Vater zu dem ersten Satz? Ja, es war schlecht gestartet, weil er sein Aufschlagspiel gleich verloren hat. Da war die Chance für Stefan zum 0-3.
Gott sei Dank hat er dann das 2-1 gemacht und ja, und ab 2-2 dann hat es angefangen ein bisschen zu drehen. Es war ein paar ganz enge Games, aber Gott sei Dank sind sie auf Seiten von Patrick gefallen und ja, er spielt jetzt viel aktiver wie die ersten Spiele und das passt schon so. Also die Marschrichtung, die Taktik stimmt. Offensiv spielen und nicht verteidigen. Das Motto ist jetzt recht gut, weil der Stefan spielt das selber das Tennis und da muss man erst ein Mittel finden, um ihn zu knacken. Wie ist die Prognose des Vaters für den zweiten Satz? Wird es schneller gehen? Ich glaube nicht, dass Stefan darf man nie unterschätzen, wenn er 1-0 oder 2-0 führend bist. Der Stefan kann zu jeder Zeit zurückkommen und das ist sicher ganz ausgeglichene Partie. Danke, da warten wir noch gespannt, wie das ausgeht heute. Danke. Danke. Finale Nummer 76. 76. 3-6 gegen Patrick Ofner, kurzes Resümee. Ja, das Ergebnis geht voll und ganz in Ordnung. Ich war zu Beginn sehr, sehr gut, gleich in Schwung. War 2-0 vorne bei seinem Service, 15-40, also beide aufs Doppelbreak. Wenn ich das mache, dann könnte der erste Satz zumindest eher in meine Richtung gehen. So waren ein paar Games hart umkämpft, die hat dann er gemacht und ja, er hat dann unterm Strich gesehen, verdient gewonnen, obwohl ich zum Ende hin von der Partie meiner Meinung nach noch frischer war und da eventuell nur eine Wende herbeiführen hätte können, aber so von Mitte erster bis Mitte zweiter Satz war dann eigentlich der bessere Spieler. Spielstil, was macht sein Spiel unangenehmer, gefährlicher, besser als deins? Ballsicherheit, Athletik und ja, gewisse Spielintelligenz zeichnet ihn aus. Und was mich beeindruckt, ist, dass er auf schnelle Bälle das Tempo gut rausnimmt und die Bälle langsam machen kann. Das ist fast das Schwerste im Tennis. Auf einen schnellen Ball kommt normal ein schneller Ball zurück und er nimmt das Tempo raus und postiert sich wieder und versucht dann die Initiative in Fortdauer des Ballwechsels zu ergreifen. Und was sind deine nächsten Turniere? Ich mache jetzt kommende Woche die erste Woche vom Tennis-Instruktor in Linz, wenn sich das koordinieren lässt, wie Matikhofen parallel spielen. Das beginnt am Freitag, das ist ein Kategorie 4 Turnier. Das ist eines meiner Lieblingsturniere. Schauen wir mal, wie weit die Reise geht. Das ist sicher top besetzt, meine beste Platzierung. Dort war einmal Finale, zweimal Semifinale und einige Viertelfinalniederlagen. Aber ich glaube, ich bin gerüstet, kann mich regenerieren und werde dann voll Elan und Motivation das nächste Turnier in Angriff nehmen. Gut. Internationale, irgendwas was geplant heuer noch? Ja, die deutsche Liga beginnt dann Beginn von Mai. Das heißt, jetzt spielt Matikhofen, dann Bregarten. Das ist eigentlich noch die Staatsmeisterschaft, das größte nationale Turnier. Und dann beginnt die österreichische Bundesliga und die deutsche Liga. Traut sich der Stefan hier auch noch auf Future-Ebene? Ja, mit mir muss man immer wieder rechnen, dass ich den einen oder anderen Gast- oder Star-Auftritt habe. Wie viel das dann sein wird, wird man sehen, aber ich werde schon das ein oder andere Turnier einstreuen. Weil Gut. Ich habe Punkte zum Verteidigen aus dem Vorher, im Einzel und Doppel. Ja, dann alles Gute bei den nächsten Aufgaben und Turnieren. Danke sehr, Marc. Und jetzt haben wir den Sieger, die Nummer 1 des Turniers, ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Gratuliere, Patrick Ofner. Kurz etwas zu dem Finale, ein holpriger Beginn, was war da los und dann doch relativ klein zu ersetzen? Ja, zu Beginn habe ich einmal schlecht begonnen leider. Ich habe nicht richtig den Rhythmus gefunden, aber es ist dann von Zeit zu Zeit besser geworden und ja, Gott sei Dank hat es mit einem guten Ende habe ich das Finale beendet, Gott sei Dank. Hat der Stefan hier heute quasi alles abverlangt? Das heißt, hast du heute wirklich alles gegeben? Ja, klar, ich habe immer alles gegeben. Ich habe jetzt nach heute am Vormittag noch nicht so gut gespielt. Am Nachmittag ist dann schon besser geworden, der Aufschlag hat noch nicht so gut funktioniert. Aber es war besser als Vormittag, ja, und ich habe mit der Vorhand, glaube ich, viel Druck gemacht. Und ich glaube, das Ergebnis geht in Ordnung. Wie fit warst du jetzt zum Schluss? Stefan hat gemeint, du warst ein bisschen angeschlagen, hat das gestimmt? Ja, zum Schluss war ich schon angeschlagen. Ich habe schon fast Krämpfe bekommen. Aber es ist natürlich schon schwer am Anfang, vor allem das erste Sandplatzturnier. Gestern 2 Matches, heute eigentlich 3 Matches, 2,5 kann man sagen. Das ist natürlich wieder anders auf Sandplatz als auf Hardcourt. Und ja, aber Gott sei Dank hat es gut geklappt. Danke. Was denkst du bei deinem Spiel? Kann man noch ausfeilen, verbessern? Was möchtest du noch an deinem Spiel perfektionieren? Ja, definitiv den Aufschlag. Also da fällt mir sicher noch am meisten zu den Top-Spielern. Ich glaube, die Vorhand ist schon ganz solide. Mit der kann ich schon ziemlich viel Druck machen und Punkte auch. Die Rückhand ist auch schon okay, wird immer besser, aber als erstes muss man einmal den Aufschlag ins Auge nehmen und den zu verbessern versuchen.
Tennis-Insider, wenn vielleicht den Namen Patrick Hofer noch nicht so oft gehört haben, wo hast du begonnen zu spielen, beziehungsweise wer trainiert dich? Ich habe in Klagenfurt begonnen. Ich lebe noch immer in Klagenfurt, ich trainiere auch noch immer in Klagenfurt. Mein Trainer ist der Robert Meieritsch, kommt ursprünglich aus Treifnitz. Wir trainieren auch jetzt in Klagenfurt. Und ja, ich möchte auch in der nächsten Zeit in Klagenfurt bleiben und einfach die Kürze rausmachen. Bist du da in einer Gruppe oder bist du einer, der sich da solo trainieren lässt? Es ist eigentlich eine Akademie, aber wir sind eigentlich nur zwei gute Spieler, ich und der Fabian Lippertz, der ist 2 Jahre jünger wie ich. Und ja, es ist in Kärnten gibt es leider nicht viele Möglichkeiten und ich versuche das Beste rauszumachen. Gut, okay, wir wünschen dir alles Gute in den nächsten Wochen auf Turnierebene und da werden wir noch einiges von dir hören. Danke.